Problem ist quasi, dass wir eine zunehmende Privatisierung haben und eine Einhegung quasi für des öffentlichen Raums. Also mittlerweile auch sowas wie Gated Communities, wo dann die Gated Communities ihren eigenen Raum haben. Und ich sage, das sollte man eigentlich zurückfahren und eher den öffentlichen Raum, der für alle zugänglich ist, schützen und nicht privatisieren. Das ist eigentlich die Konsequenz daraus. Und was man daraus erkämpfen kann als ein Recht, bin ich mir etwas unsicher quasi. Da ist so ein bisschen die Frage, wie man das propagiert. Aber ich würde sagen, der Zugang und die Öffentlichkeit überhaupt zu Grundstücken, zum Außenraum, der sollte einfach bleiben erstmal in erster Linie. Weil wir gerade hier geht es noch quasi, die Privatisierung ist nicht ganz so stark, das öffentlichen Raum. Deswegen finde ich, das sollte erstmal bleiben. Aber auch die Privatisierung mehr und mehr zurückgefahren werden. So, das wäre so mein Statement dazu quasi. Genau. Abschaffen im öffentlichen Raum würde ich sagen, Videoüberwachung ist ganz klar. Sozusagen. Die Kontrolle des öffentlichen Raums quasi kann man durchaus auch noch ein bisschen zurückfahren und mehr Freiraum möglich machen für die Leute, daran teilzuhaben. Ohne Kontrolle. Und deine Name ist, kannst du dich gut vorstellen? Mein Name ist Enrico Schönberg. Und bin aktiv für das Bündnis Stadt von unten und auch fürs Mietshäuser-Syndikat. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Macht da Regionalberatung.